Mit diesem Video möchte ich Ihnen gerne die Funktionsweise bzw. den Nutzen des Instrument Managers zeigen. Jedes Instrument, welches über Agena Trader analysiert bzw. gehandelt wird, muss in Agena Trader registriert sein. Dies geschieht über Tools, Instrument Manager. Es öffnet sich hier die Seite Instrument Manager. Wir sehen hier an der linken Seite einen Baum von Stocks, ETFs, Futures, Forex, Currency Werten, Indizes, Optionen. Hier darunter verschiedene Gruppierungen von Listen. Wir gehen hier mal rein und schauen uns Stocks an. Wenn man die aufklappt, sieht man alle Aktien, die in Agena Trader registriert sind. Man hat hier noch die Unterscheidungsmöglichkeit auf Sektoren bzw. Exchanges, Börsen. Wenn man anschaut, sieht man hier alle Werte, die zum Beispiel an der Amex gehandelt werden, die an der Nasdaq gehandelt werden und so weiter. Aber wir haben auch hier Sektoren. Das heißt, man sieht hier die verschiedenen Sektoren. Man sieht hier, wenn man aufklappt, die verschiedenen Industries, Untersektoren und man kann sich hier dann die verschiedenen Werte zu diesen Untersektoren anschauen. Das zu den Aktien. Dasselbe gilt auch für ETFs. ETFs sind eigentlich auch Aktien, nur haben sie eine spezielle Kennzeichnung. Auch hier wieder gibt es verschiedene Sektoren bzw. verschiedene Exchanges, wo sie gehandelt werden. Futures, unterschiedliche Börsen und so weiter. Das heißt, hier sieht man mal grundsätzlich die Auflistung aller Werte, die in Agena Trader vorhanden sind. Man hat hier die Möglichkeit, diese Instrumente zu bearbeiten bzw. die Informationen zu bekommen. Man klickt hier zum Beispiel auf den Wert und in den Details sieht man, welches Symbol, ist es ein ETF oder nicht. Welcher Firmenname steckt dahinter? Welcher Typ ist es? Ist es eine Aktie? Ist es eine Currency, eine Option? An welcher Börse es gehandelt wird, das heißt die Hauptbörse? In welcher Currency das Underlying gehandelt wird? Die Tickgröße, der Punktwert und hier sieht man diesen Sektor bzw. die Industry, den Titelsektor. Möchte man zum Beispiel jetzt einen Wert verändern, zum Beispiel Lihua Inc. und Co., wie auch immer, da gebe ich diesen Wert hier ein und sage Add. Und in diesem Fall wurde jetzt diese Änderung gespeichert. Möchte ich jetzt aber einen neuen Wert hinzufügen, so kann ich grundsätzlich auf einen bestehenden Wert aufsetzen. Ich wähle mir zum Beispiel jetzt Southern Copper aus. Ich gebe hier ein neues Symbol ein, und zwar das Symbol, das an der Börse gehandelt wird. X, Y, Z, Z. Northern Copper, wie auch immer, ist ein Stock, ist im US-Dollar gehandelt, wird an der NYSE gehandelt. Hat 0,01 Tick Size, hat Punktwert 1, gehört auch zu Basic Materials und Titelsektor ist auch Copper. Wir brauchen hier nur mal sagen Add and Save und der Wert ist gespeichert. Sectors, Basic Materials, Copper. Wir sehen hier, dieser Wert wurde gespeichert. Möchte ich zum Beispiel jetzt einen bestimmten Wert suchen und ich weiß aber nicht, wo sich der befindet, oben habe ich eine Sucheingabe. Ich gebe hier einfach die Anfangsbuchstaben des Symbols ein. Und bekomme hier bereits eine Liste von Werten, die mit AA beginnen. P, dann bleibt noch Apple über. Ich kann jetzt hier runtergehen, klicke hier drauf und ich bekomme hier sofort diesen Wert in der Detailseite angezeigt. Möchte ich jetzt mehr über diesen Wert wissen, so klicke ich hier auf View. Und es wird die interne Webpage geöffnet und ich kann mir hier über Yahoo diesen Wert im Detail anschauen. Hier in dieser Liste sieht man die Mappings dieses Wertes zu unterschiedlichen Datenfeed-Providern. Wir schauen uns das hier an, vielleicht bei Currencies, da ist es besser ersichtlich. Wir gehen hier auf das Währungspaar Australian Dollar, Schweizer Franken. Wir sehen hier wieder die Basisdaten. Wir sehen hier aber sehr viele verschiedene Datenfeed-Anbieter bzw. Broker, da sehr viele Service-Provider unterschiedliche Symbole haben, wie ihre Werte auf deren Plattformen, in deren Systemen erkannt werden. Wir sehen hier zum Beispiel Australian Dollar, Schweizer Franken. Auf MP Trading wird es aber erkannt durch einen Schrägstrich. Bei Bar Chart wird es erkannt durch dieses Zeichen davor. Interactive Brokers hat einen Punkt dazwischen. Dukascopy wiederum hat abermals einen Schrägstrich, gleich wie MP Trading. Daily Trader hat überhaupt eine Zahl dafür. Hier müssen diese Mappings erfolgen. Wenn ich zum Beispiel über Daily Trader Daten empfangen möchte, dann muss ich für den Australian Dollar, Schweizer Franken hier ein Mapping eintragen. Das wäre mal grundsätzlich so der Überblick über den Instrument Manager. Im nächsten Video werde ich Ihnen zeigen, wie man Instrumentlisten erstellt bzw. damit umgeht.